تخریبه که این یه دونه جنبشی هست، انقلابی هست، مال این کسانی که مرفه هستن، یعنی مال شمال تهران و نمیدونم این آدمانی که مال اونجا هستن. و منم میخواستم بهش جواب بدم که اینا هم آدم شمال تهران بود. میگه که اون کسانی که مال جنوب هستن، درست شد یا اون پرولتاریا، این از لحاظ جامعه شناسی اون اولم بگم که اون نسل دوم هم نسلی که این دوتا است، یعنی بعد از انقلاب دوبارهای اول انقلاب بچه بودن و حالا نزده شده پدر یا مادر. Also die zweite Generation ist es jetzt zwischen die ersten und zweiten. Die sind diejenigen, die in der Revolutionszeit Kinder gewesen sind und jetzt sind die Vater von denjenigen, die wir hier darüber reden. Aber ich glaube, wir sind Monarchen auch keine Monarchen. Die Wohlhabenden und Nichtwohlhabenden. Ja, dann und Jerome Schaar Teheran, also Monarchen. Die Leute von der Südseite des Staates. Die Stadt Tahrim Kazan, Kamta Reide. Die haben die Wahl boykottiert und weniger ihr Stimmen gegeben. Und Schamale Schaarian, die Ratten Reide, dann hat er wieder Reide Baku. Derjenigen, die gewählt haben, die sind derjenigen von dem Norden und den Oberschichten und sagen, wo ist unsere Stimme? Also, wenn du so Reide, der Safoi, der Schamale Schaar wurde, Sata, die Vista, Sisata. An dem Wahltag ist es in dem Norden vom Staat, die Schlangen 200, 300 oder mehr Leute bei den Wahllokalen in Präsenz gewesen. Ein Zehntel oder weniger ist es in dem Süden gewesen. Ich weiß es nicht, wie ist es in Deutschland, wenn jemand zu dem Wahllokal geht, wie lange braucht er, bis er seine Wahlstimme dort abgegeben hat? Er weiß es nicht. Können Sie ihm sagen? Was dann passiert? Nein, wie lange dauert Zeit. Das? Geht normalerweise sehr schnell, weil die Wahlbeteiligung ist hier nicht so hoch wie nicht bei 82%. Ja gut, aber wie lange dauert das? Wenn er gleich drankommt, 3 Minuten. حالا شما میگه که فرض کنید که در ایران این آیان 32000 صندوق ثابت داشتن 14000 سیار sagt nehmen صندوق آنها wir nehmen mal das an dass in Iran 32000 Wahlboxen und 14000 mobile Wahlboxen die Leute zur Verfügung gehabt haben. Und die haben 13 Stunden so durchschnittlich die Stimmen entgegengenommen. Und wenn wir annehmen, dass es das pro Minute die Leute eine Stimme abgegeben haben sollten. Und die Mobilboxen nehmen wir mal das an, dass wir auch jede 3 Minuten eine Stimme entgegengenommen haben, obwohl es das mehr dauert. Unsere Annahme, so wie wir gesagt haben, richtig ist, die maximale abgegebene Stimmen soll es das ca. 26.800.000 sein. Und es ist unmöglich, mehr als das Stimmen entgegenzunehmen. Und wenn der Regime haben wollte, dass die Leute die Stimme abgeben,
dann musste mindestens die Wahlboxen mindestens doppelt so groß sein wie der jetzige Zahl, die wir besprochen haben. Der Regime wollte nicht, dass die Leute die Stimme abgeben, aber nicht die Bevölkerung. Die Bevölkerung wollte die Stimme abgeben, aber die wollte das nicht. In sehr, sehr, sehr vielen Lokalen, wo die das gesagt haben, dass es das Schluss ist, sind noch sehr viele Leute da gewesen, die Stimmen abzugeben. Die große Betrug von dem Regime ist es, dass es dass die, mit dem, was wir vorhin gesagt haben, die maximale entgegengenommene Stimme, 26.800 Millionen ist es gewesen. Das ist ca. 53%. این میگه آماده اعلام میکنه میگه 39 میلیون رای دادن. Und es wird gesagt, dass die Leute 39 Millionen Stimme abgegeben haben. یعنی حدود 12 میلیون و 200 هزار رای خود ریخته به صندوق به نام آقای احمدی نژاد. یک قلم از تقلبش اینه. Das bedeutet, 12 Millionen und 200.000 Stimmen für Herr Ahmadinejad hatte das Regime selbst abgegeben auf einmal.